Hallihallo und willkommen zu einer neuen Filmkritik, diesmal mit Thor. Der Regisseur dieses Films ist Kenneth Branagh. Dieser Film kam 2011 raus und lief 114 Minuten oder läuft immer noch, je nachdem. Schauspieler haben wir hier Chris Hemsworth als Thor, Natalie Portman als Jane Foster, Tom Hiddleston als Loki, Anthony Hopkins als Odin, Stellan Skarsgård als Eric Selvig, Clark Gregg als Phil Coulson und Idris Elba als Heimdall. So, dann zur Story von Thor. Also in Thor geht es halt um den Donnergott Thor, der halt noch recht jung ist und kurz vor seiner Krönung steht. Aber die Krönung wird aber von den Frostriesen gestört, die dabei waren, halt in Asgard einzubrechen. Und daraufhin begibt sich Thor dann halt nach Jotunheim, um halt die Frostriesen zu bekämpfen. Daraufhin nimmt dann halt Odin ihn den Hammer weg und verbannt ihn dann auf die Erde. Auf der Erde trifft er dann halt auf Jane Foster, die ihn dann halt hilft, seinen Hammer Mjölnir wieder zu bekommen. Ja, das soweit, ohne am Ende zu viel zu spoilern. Asgard ist in diesem Film halt eine neue, tolle Welt, die wir erkunden können, wenn man ihn das erste Mal sieht. Und damals ja auch 2011 in der ersten Phase des MCUs. Und auch die ganzen Asgardianer, sprich Thor, Odin, Loki, Sif und diese ganze Gruppe da, die sind alle sehr amüsant, nette Charaktere gewesen. Am meisten natürlich auch Loki. Aber halt dann später die ganzen Menschen auf der Erde sind dann halt ein bisschen negativer. So wie jetzt Jane Foster, Eric Selvig und generell so Natalie Portman ist halt sehr irgendwie unsympathisch, wie wir finden. Aber dafür ist dann der Gegner hier, Loki, der Hammer einfach. Und ja, das ist einfach, diese Dynamik auch zwischen Thor und Loki macht einfach riesen Spaß und führt sich dann natürlich auch im Weiteren des MCUs, was ich sehr gut finde, anstatt dass man ihn dann ja direkt sterben lässt. Und auch die Story um Thors Verbannung ist auch eine sehr gute Story eigentlich, so im Großen und Ganzen, dass er halt daraus lernen muss, nicht mehr so arrogant zu sein und Verantwortung zu tragen. Gibt es noch weitere negative Punkte? Ja, halt dann einmal die Gegner, ja, die waren ja halt zum Beispiel, wir hatten ja neben Loki, der guter Gegner war, auch noch Lorfey, den Frostriesen und dann halt noch den Destroyer, die hätte man jetzt eigentlich nicht gebraucht, also ich finde Loki hätte da jetzt eigentlich gereicht. Ja, ja. Und dann, ja, würdest du sagen, dass das der schlechteste aus der Thor-Trilogie ist? Ich würde sagen, ja. Ja, also das Ding ist, das Ding ist so storymäßig, würde ich auch ja sagen. Das Problem ist halt so, der Gegner ist ja jetzt den anderen Thor-Filmen eigentlich so richtig, richtig heftig. Geil, ne? Was das vielleicht ein bisschen wieder ausführen könnte. Das ist so eine Sache, da könnte man sich gut in den Kommentaren darüber ausdiskutieren, welchen ihr am besten findet aus der Thor-Trilogie. Und das war's dann mit dieser Review. Bis zum nächsten Mal. Ciao.